Servusle, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fierce Night mit Voucher und mit unserer Nameless. Und ganz neu dabei unser Favorit, die Schotti, unsere Shotgun. Ich freue mich jetzt voll auf die Runde, Leute. Wir sind in Gebiet 3, beziehungsweise an der Grenze zwischen Gebiet 2 und 3, hier in dieser kleinen Stadt. Wir hatten erst drei Häuser angeschaut. Jetzt habe ich hin und her überlegt, wir machen jetzt einfach heute eine komplette Runde hier an der Stelle, schauen uns da noch ein ganz kleines bisschen um, gehen in die Häuser rein, schauen wir mal, was wir finden. Und ich sorge dafür, dass ich zwischen dieser und der nächsten Folge uns dann offscreen heimlaufe, noch ein bisschen was vorbereite für die nächsten Waffen. Die Granate wollen wir mal testen, nach Möglichkeit irgendwann auch mal das Katana. Ich glaube aber, war der Safe gestern schon hier gestanden? Keine Ahnung, schauen wir auf jeden Fall rein, Leute. Und dann machen wir heute eine komplette Runde hier oben in dieser kleinen Village. Und fürs nächste Mal mache ich uns auf jeden Fall Sticky Bombs, dass wir sie einmal richtig probieren können. Granaten, weil wir sie testen müssen. Die MP9, was die M9, MP9, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die Handfeuerwaffe, die will ich uns auch einmal herstellen. Und wenn wir irgendwas hier finden an Aluminium oder diesem ABS-Zeug, dann natürlich die nächste Waffengattung. Leute, und dann würde ich fast sagen, dass wir nochmal einen Ausflug machen mit den neuen Waffen. Und zwar. Oh ja, ist nicht schlecht. Ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Dann würde ich sagen, machen wir heute die Runde hier. Dann stellen wir uns Waffen her und dann werden wir uns hier mal umgucken. Und auch hier. Wir werden zwar in der Dreierhöhle wahrscheinlich das Event nicht einfach so packen, aber wir können ja mal hinlaufen, gucken, was wir abbauen können. Vielleicht finde ich ja da diese Sachen, die wir noch brauchen für die nächste Waffengattung. Jetzt gehen wir aber erstmal raus in die City. Essen, trinken. Wie sieht es eigentlich aus, Mädchen? Mädchen, Mädchen, trink was, ess was. Schalalalalalalala. Jetzt habe ich schon wieder, weißt du, ärgere mich schon wieder, dass es 10 Uhr ist. Ich hätte es am liebsten noch viel, viel früher gehabt. Weil es macht halt einfach so saumäßig Laune, gerade mit der Shotgun. Guten Tag. Hier looten wir jetzt nicht nochmal durch, das haben wir alles gesehen. Wir gehen jetzt mal raus aufs Feld, würde ich sagen. Und stellen uns dieser Stadt. Ich bin auch gespannt, wann wir das nächste Mal auf diesen Mob treffen, den ich gesehen habe mit euch gestern. Das dachte ich gerade, da ist ein Schaf, Leute. Das ist aber nur ein Tank. Hallo, my friend. Hallo, my friend. Bäm. Oh, daneben geschossen. Kurzer Moment. Das ist, wenn man dann so großartig abgeht, ne? Ich sollte doch wieder das Zielen einbauen. 22, ja, da waren wir uns umsonst verrückt hier. Nameless, willst du mal auf den Turm hochgehen? Ich meine, du hast dich ganz am Anfang in Folge 1 auch mal auf einem Turm versteckelt. Und da haben wir was gefunden. Oh, warte mal. Ich hab's erwischt. Ah, nehmen wir wenigstens das Benzin mit. Da gehen wir jetzt hoch, Leute, oder? Da gehen wir jetzt nach oben. Level 26. Also bis unsere Waffenrunden rum sind, wir den Point of Interest hier mal angeschaut haben. Die Sau, die kann ich nicht hoch. Ey, Spieleentwickler. Wie könnt ihr denn sowas machen? Da will doch jeder hochgucken, was er da findet. Guck mal. Pack mal die weg, ne? Dass es an der Waffe liegt. Nö. Es ist einfach nur ein Fake, die Säcke. Leute, ich habe gedacht, ihr könnt da hoch, ne? Also gut, dann halt nicht. Polizeiautos haben wir gesagt, die looten wir jetzt in Zukunft immer, gell? Weil da manchmal nämlich, habt ihr gesagt, Handfeuerwaffen schon gefunden wurden von euch. Da will ich natürlich gucken. Vielleicht haben wir auch mal Glück. Nicht die schwere Batterie. Du, die. Aha. My friend. Hat er zwei Köpfe? Allein das Feeling, Leute. Bitte, bitte habt Nachsicht mit mir. Ich werde da noch ein, zwei Folgen brauchen, bis ich da wirklich drüber hinweg bin. Und dann immer mich bei jedem Schuss freue, wie so Kind. So, pass mal auf, du musst tatsächlich ins Inventar und hau mal die Batterie raus. Die ist zu schwer einfach. Gibt es denn noch was, was ich raushauen kann? Weißt du, hier zum Beispiel, ich habe auch unheimlich viel Gas. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Das Wasser lasse ich jetzt drin. Wir müssen irgendwas rausschmeißen. Sie ist schon wieder am Ende hier ihrer Kräfte. Aber wir kriegen vielleicht nach der nächsten Nacht einen Skillpunkt. Vielleicht sollte ich nicht allzu viel raushauen. Chemicals lasse ich drin. Hau mal die raus. Die wiegen auch 30 Kilo. Dann darf ich jetzt aber keine mehr einsammeln, ne? Die Büchsen kannst du auch rausschmeißen. Da haben wir daheim noch genug. Antibiotika ist jetzt nicht so. Also, dann gehen wir jetzt wirklich nur noch auf High-End-Loot, Leute. So, da haben wir hier den nächsten Bau, ne? Dann lasse ich jetzt die Autos weg. Jetzt geht es hauptsächlich mal darum, dass wir hier ein bisschen rumgeschlumpft sind. Ich weiß halt nicht. Das sind auf jeden Fall Zombies draußen. Also, ich würde sagen, Schrapnell, wenn ich. Habt ihr das gehört?
Das sind Bobbysleigh irgendwo hier, Leute. Ich habe gerade einen Bobbysleigh gehört. Putz! Oh. Der hat zwei Schüsse gebraucht, der Kollege. 24. Oh, das sind ganz... Ich höre sie doch. Irgendwo gibt es hier Bobbysleigh. Aber wo? Da vorne brennt's. Ich habe gerade auf jeden Fall Bobbysleigh gehört. Kriege ich euch beide? Ich meine, der Troll. Eine haben wir erwischt. Okay, du musst nachladen. Da 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 da. Schade, dass nur zwei Schuss drin sind, aber irgendwie macht's halt aber teuflisch Spaß. Hello, my friend. Ab welcher Entfernung? Okay, der hat sich sogar überschlagen. Liegt da was? Nee, guck mal hier rein. Vielleicht findet man da was Außergewöhnliches. Die sollte man mitnehmen. Das andere Zeug, das findet man auch ziemlich in der Nähe von unserem Zuhause immer. Jetzt gucke ich mal hier rein, ob die vielleicht was Außergewöhnliches haben. Da habt ihr auch gesagt, ja, normal könnt, man kann ja irgendwie alles gebrauchen, ne? Ich gehe mal ins Fabrikgelände hier, bevor der darüber kommt. Tresore wären natürlich cool. Vielleicht findet man tatsächlich eine von den Waffen, die wir noch brauchen. Ne, ist kein Tresor. Ich wollte schon jauchzen, Leute. Da ist irgendwas ganz Schnelles. Ah, das ist der Bobbes. Den suche ich jetzt. Will wissen, wo der ist. Hier draußen ist der irgendwo. Komische Geschichte. Der ist einfach ein schneller Zombie, glaube ich, ne? Ich darf halt die Uhrzeit nicht aus dem Auge lassen. Hier ist aber echt eine geile Stelle so. Pups. Hat's gesagt. Schöne kleine Village. Auf jeden Fall. Wieso brennt hier das Feuer? Warum ist das hier so außergewöhnlich? Lass uns mal gucken. Gather Wood. Ich guck mal hier in der Tonne. Nicht, dass es Industriemüll ist und du findest Alu. Die Cardboards nehme ich mit. Plastik brauchen wir erstmal keinen. Den Rest kennen wir. Dann gehen wir mal hier noch rein. La 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 la. La la. Müssen wir uns halt nachher Plätzle suchen, wo wir schlafen. Zur Not nochmal im zweistöckigen Haus von eben. Sollen wir die mitnehmen? Die nehmen wir mit, ne? Die brauchen wir auf jeden Fall wieder welche davon. Gucken wir mal hier noch rein. Ah, die Zeit verfliegt halt immer in dem Spiel. So, machen wir es jetzt. Nehmen wir es mit. Alufelgen, das könnten doch Alufelgen sein. Nee, sind keine. Schade. Achtung, hier ist eine Tür, ne? Da ist eigentlich standardmäßig überall dasselbe gerade, ne? Das Gear, habe ich gesagt, nehmen wir mit, ne? Da kriegen wir nämlich Vollmetall raus und bei den Federn ebenfalls. Lass mal kurz gucken. Gibt es hier irgendwie noch was Außergewöhnliches? Ach, guck mal hier. Ist da ein Shelter, das man sich holen kann im Gebiet? Ist ja auch witzig. Könntest du hier im ganzen Umfeld... Da bist du natürlich sehr lootnah hier, ne? Da oben ist das Shelter. Komm mal da hoch. Die lieben Mauern hier. Schau mal, wie die Mauern gezogen haben. Dupdidu da. Da vorne ist irgendwie so eine... Ah ja, guck mal, ist auch eine Villa, ne? Ah ja. Krasse Geschichte. Ja, du brauchst gar nicht schmerzen. Wir kommen, wir kommen. Boots! Das gefällt mir, Leute. Der rotzt die um hier. Oder sie, Entschuldigung. Ist ja eine sie. Guck mal, hier könntest du eventuell Glück haben. Werkzeug? Nee. Reifen? Nee. Hier ist nochmal so ein Täschle, aber da war eigentlich nur Wasser drin beim letzten Mal. Hier ebenfalls. Ah, geh mal weiter. Da drüben nochmal kurz reingespäht hier in die Ecke. Nö, gehen wir weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier irgendwo... Da ist ein Tresor, wir haben wieder einen, Leute. Gebiet 3. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Herrlich. Also das macht jetzt gerade richtig Laune, ne? Ich bin gespannt, wie der Point of Interest sein wird und was wir in der Höhle finden. Also beim nächsten Mal stellen wir uns nochmal ein paar Granaten her und so. Und dann gehen wir mal in diesen Poi. Schauen wir mal vorbei auf jeden Fall auf den Sprung. 16.39 Uhr. Jetzt bin ich gerade schwer im Überlegen.
Ob wir uns hier irgendwo verstecken können? Aufs Türmle kommen wir ja leider nicht hoch. So, Achtung. Eine MP9 brauche ich sie schon nicht herstellen. Die wollte ich ja sowieso probieren, ne? Sehr cool. Da freue ich mich jetzt extrem drüber. Weil die wollte ich nämlich bauen mit euch. Dann sparen wir die Mats. Ich müsste eigentlich Skier mitnehmen und die Federn wenigstens. Ne? Jetzt mache ich mal langsam, aber Metall holen wir ja sowieso ran. Metall holen wir ja sowieso ran, Leute, ne? Fällt mir gerade wieder ein. Können wir ja kurz mit einer Höhlenrunde erledigen. Draußen ist einer, den holen wir uns. Ja, das kennen wir alles. Schrapnell nehme ich mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die sind wichtig. Vielleicht können wir uns da irgendwo verbarrikadieren. Ich renne da mal rüber jetzt geschwind. Wir müssen halt irgendwo nach oben. So, guck mal da runter. Oder geht es aber steil runter? Hier würde ich gerne aufs Dach kommen. Mach mal langsam aber. Scheiße. Etwas beherzter hätte ich da hopfen müssen. So, wo ist denn der, den ich da gehört habe? Komm mal, hier kommst du hoch, oder? Ja, aber du kommst nicht ganz hoch. Da ist irgendwo einer, ne? Hinter der Mauer wahrscheinlich. Ich guck mal eben hier rein, ob noch ein Tresor drin wäre. Manche Dinge kannst du nicht stehen. Macht das eigentlich einen Effekt? Nee. Doch, macht es einen Effekt. Wir haben die durchlöchert. Geil. So, meine Lieben, wir suchen uns einen Platz, wo wir kurz überwintern können, sage ich schon, wo wir übernachten können. Es sieht mir nicht so aus, als ob man hier... Oh, du musst nachladen. Hobby vergessen. Bäm. Ich lasse jetzt das mit dem Looten. Ich gucke jetzt eher, wie wir irgendwo hochkommen. Hier vielleicht? Hier können wir auf jeden Fall, wenn ich da hochkäme, könnte man... Da komme ich bestimmt hoch, wenn ich mich anstrenge. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwas sehen. Schon mal nachladen. Umgestürztes Auto. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Nächstes Gebiet dann. Hier ist ein doppelstöckiges. Da können wir hochgehen. Da machen wir jetzt sauber, Leute, für die Nacht. Dann schneide ich uns die Nacht so ein bisschen zusammen wahrscheinlich, dass wir noch ein bisschen hier weiter schauen können, ne? Oh, hier ist scheinbar irgendwas ganz Besonderes. Okay, du musst rennen, nachladen. Was ist das für eine Ecke? Warum sind da so viele? Da ist doch bestimmt irgendwas Besonderes drin, oder? Wieder einen nicht erwischt. Ist aber egal, es macht einfach mit jedem Schuss ja einfach nur saumäßig Laune. Putz! Ey, wieso sind da so viele drin gewesen? Wahrscheinlich, weil ich hier die Nacht verbringen will, ne? Naja, ist schon gut, ich komm nochmal. Geile Geschichte, oder? Geile Geschichte. Komm, wir gucken hier nochmal ins Polizeiauto vorher. Da sind immer noch jede Menge Leute drin. Lass mal das alles hier, du bist eh gleich wieder zu schwer. Der da unten ist ins Auwurscht, den schieße ich jetzt weg. Den hast du nicht erwischt. Nachladen schon mal, da kommt nämlich jetzt noch einer dazu. Geil, geil. Man schämt sich sogar ein ganz kleines bisschen, weil die so abgeht, die Waffe. Das sind noch mehr. Warum ist hier die Hölle los? Das muss ich alles looten. Nicht, dass das hier der einzigste Alu-Punkt ist. Okay, das, weißt du was? Das machen wir alles morgen früh. Wir kümmern uns jetzt darum, dass es hier... Ich gehe hoch. Ich muss ja hoch, ne? Sind die ganz oben? Können wir in der Nacht ein bisschen durchlooten? Dann machen wir die Nacht zusammen, Leute. Dann looten wir hier durch. Ich mache nur mal kurz sauber eben. Ja, kommen sie. Pems! Pems! Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich so Laune habe mit sowas. Jo! Aber warum waren hier so viele, Alter? Eine geile Geschichte. Ey, da probieren wir die Nacht hier zu überbrücken. Klarer Fall. Ist ja schon 20.29 Uhr gleich. Hier Öfle, aber das ist alles nix. Ne, hier kannst du auch gemütlich rausgucken. Da gucke ich jetzt mal rein in das Köfferle hier.
Ich würde sagen, das brauchen wir alles nicht wirklich. So krass, Alter, so krass. Hast du nachgeladen? Mir wäre es arg recht, aber da unten sehe ich es ja, ne? So, wir trinken einen Schluck. Ein, zwei Blümchen, dass wir hier auf Vordermann sind. Wir trinken noch einen Schluck und noch einen und noch einen. Und dann haben wir alles soweit im Griff, ne? Okay, Leute, dann looten wir jetzt hier rum. Und dann schauen wir mal, es wird ja eh schnell wieder hell. Hier ist noch die Hölle los. Guck mal, das geht gar nicht hier. Vielleicht ist aber auch einfach nichts drin, ne? Cardboard nehme ich mit. Das CD nehme ich mit. Schrapnells nehme ich mit. Okay, wir sind tatsächlich schon wieder an einem Punkt angelangt hier, dass es tatsächlich dunkel ist. Ich lutze mal hier mal kurz rein. Ich muss halt aufpassen, wenn die Treppe hochkommen. Okay, da ist nichts drin gewesen. Hier verhält sich alles ein bisschen anders. Könnte auch mit ein bisschen Pech wieder so ein Typ draußen sein, ne? Den wir gestern gesehen haben. Ja, dann warten wir jetzt hier kurz, Leute. Geht ja jetzt ruckzuck. Haben wir denn dann hier jetzt alles soweit sauber? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, wir sind jetzt mehr oder weniger hier auf der Gebäudeseite. Das Shelter haben wir entdeckt. Ist sehr interessant, dass es hier ein Shelterle gibt, ne? Dann haben wir hier die ganze Village mehr oder weniger durchgeschaut. Da hinten kommen dann ein paar neue. Sollen wir? Sollen wir mal hier die Straße entlang laufen und ganz kurz in das neue Gebiet hier reinlinsen? Einfach mal kurz vorbeigucken gleich, wenn es hell wird, ne? Ja, das machen wir. Ich schaue mal, ob ich irgendwas aussortieren kann. Ich glaube es aber nicht. Die MP9, die probieren wir dann morgen in der nächsten Runde. Das kann ja eigentlich wieder weg hier. Was ich sonst noch immer ganz extrem... Leere Gläser haben wir auch daheim genug. Die können raus. Sledgehammer. Den darf ich nicht rausschmeißen. Den habe ich ja erst gebaut, ne? Die anderen Hämmer will ich auch nicht aufgeben. Wir haben nicht wirklich viel zum Rausschmeißen. Die Bolts, das will ich eigentlich alles behalten. Ne, mehr können wir nicht rausschmeißen. Das heißt, wir sind jetzt eher mit dem Looten fertig. Es sei denn, wir finden noch irgendwas Außergewöhnliches. Die mache ich jetzt auch mal weg hier. Da habe ich nämlich daheim noch welche weggestapelt. Ansonsten, was ist eigentlich hier mit diesem Futter? Das bringt uns ja nicht wirklich viel hier, ne? Das ist eigentlich das Gute mittlerweile. Gier und die Sprengfeder, dann kann ich die Bolzen raus, da haben wir auch noch daheim. Dann sind wir halbwegs wieder auf dem Vordermann, oder? Leute, so würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf einen Blick ins Vierergebiet. Haben wir ein Level abgekommen? Ne, es fehlt aber auch nicht mehr viel. Ein paar Monsterle noch. Shotgun haben wir gefunden, ja, passt schon. Also... Es wird hell. In welche Richtung muss ich denn laufen? Jetzt will ich tatsächlich mit euch noch kurz darüber gucken. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Dann laufen wir beim nächsten Mal, laufe ich heim. Beim nächsten Mal laufe ich dann heim mit ihr. Besorge noch ein paar Sachen für die Waffen. Dann schauen wir den Point of Interest an. So, wir gucken mal eben raus, was es hier heute so hat. Sehr viele Brustlis sind unterwegs, die nachts gespawnt sind. Die sollten aber jetzt noch kaputt gehen um 4 oder so, ne? Die sind aber nicht dabei, kaputt zu gehen. Wir warten mal eben noch. Ich muss eh nochmal kurz orientieren. Wir laufen jetzt hier hoch, Leute. Das heißt in die Richtung, ne? Hier hoch und dann wechseln wir jetzt gleich in das Gebiet rein. Geh mal aufs Dach. So, auf geht's. Wir müssen nur aufpassen. Das war nix, siehste. So, ich renne einfach mal ein paar Meter. Oder hat einer versucht, eine Straßensperre hier aufzubauen? Hat es aber nicht wirklich geschafft. Geil, ne? Oh, fick. Entschuldigung. Ich habe nicht nachgeladen. Wow, was ist mit denen los? Nimm Lisa, lade deine Waffen. Jetzt hat's. Was sind das für einer hier? Ein 21er. Oh, Käsewitsch. Guck mal, der da vorne sieht aus, als ob er eine Windel anhält. Jetzt nimmer. Den müssen wir uns angucken.
Ist bestimmt ein besonderer. Guten Tag. Ich bin mal gespannt demnächst. Guck mal, hier ist auch ein Shelter, wo wir übernachten könnten. Der da, der hat ausgesehen, wie wenn er eine Windel anhätte, der Kollege. Bäm, ist ausgewindelt. Jetzt bin ich immer gespannt, was uns da erwartet, wenn wir da jetzt gleich reinlinsen. Gut. Wir bringen aber auf jeden Fall EP, das passt schon. So, meine Lieben. Dann machen wir das. Einen Blick riskieren in die neuen Gebiete. Vielleicht findet man ja eine Handvoll Alu, dann schmeiße ich alles andere raus, ne? Area 2 sind wir jetzt. Ich hab dich schon in der nächsten, so ist es nicht. Mein Freund. Wir müssten aber jeden Moment Gebiet. Sollen wir da quer. Ich laufe mal da querfeld ein. Ja, richtig. Wir können ja einfach querfeld einlaufen. Gibt uns ja keiner vor, was wir zu tun haben. Ich hoffe, ein Schuss reicht für den hier. Du musst nur nah genug rangehen, dann passt es. So, Leute. Area 3. Wenn wir jetzt hier auf der Straße sind, sollten wir ins nächste Gebiet kommen. Bin ich gespannt, was wir hier sehen. Immer noch Area 3. Ja, wenn ich der Straße entlang gehe. Oh, da war gerade ein Dings, ne? Da war gerade ein Fragezeichen. Habe ich das übersehen? Ah, ne, das ist unser... Junge! Bleibt sie mittendrin stehen einfach. So weit habe ich mal wieder nicht gedacht. Bäm! Ey, wir müssen unbedingt die Rüstung nachcraften. Da kommen mal richtig coole Sachen jetzt, ne? Wir haben aber ein Level-Up. Das heißt, ich gehe ganz kurz rein, bin mutig. Upgrade. Ich mache auf jeden Fall Food Water Infection, Gewicht und Range. Und schon machen wir wieder eine kleine Stufe mehr Damage. Ja, aber wir sind immer noch im Dreiergebiet. Da oben sehe ich keine Häuser. Dann laufen wir mal hier weiter. Wir müssten uns doch eigentlich schon längst reingebohrt haben, ne? Na, da vorne geht es um die Kurve, das passt schon. Ich will einfach nur ein, zwei Gebäude mal sehen im neuen Gebiet und vielleicht auch mal reingehen, kurz gucken, was wir finden würden. Infektionsrate passt noch. Ich futter mal eine Blümchen zwei. Ein bisschen was zum Essen und ein Schlückle zum Trinken. Ja, hier, guck mal, da kommt eine Siedlung und die ist, glaube ich, in dem neuen Gebiet, Leute. Ja, ja, klar, wir sind nicht mehr im Dreier. Wenn ich da hinlaufe, müssten wir theoretisch Ender Lawless zu. Ab jetzt bist du praktisch, wenn du auf einem Server mit anderen spielst, bist du praktisch jetzt hier PvP, ne? Ab hier kannst du dann praktisch abgeschossen werden, wenn du servermäßig unterwegs bist. Sollen wir mal gucken, was so ein Brustler sagt, wenn ich ihm mit der Schrotflinte eins verpasse? Okay, nicht viel. Nicht viel leider. Der ist auch sauschnell, gell? Der ist fast so schnell wie wir. Der ist schneller wie wir momentan. Ja, dann muss ich weg. Das bringt jetzt gerade nicht wirklich viel. Ich muss irgendwo drauf. Ich muss irgendwo drauf. Der lässt bitte. Oh, scheiße, Energie weg. Aufladen, aufladen. Aufladen, aufladen. Wo gehen die jetzt hin mit dem Seppel? Hier aufs Auto. Wow, der ist schnell. Okay, bringt nichts. Boah, okay, wenn man nah genug rangeht, geht's offensichtlich doch. Handgun-Ammo? Zombie-Venom. Okay, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich uns kurz auflade. Area 6 sind wir. Okay, der 6 ist natürlich extrem hoch. Aber es kann ja sein, dass du genau hier das findest, was du brauchst. Ne? Ich lade mal auf. Wir haben ja noch eine Shotgun. Ich will einfach nochmal gucken. Hier hat man Shelter. Ich finde hier neuen Loot. Plastic Straw, das kennen wir. Das kennen wir, das Zeug. Wir gehen mal in ein so ein verlassenes Haus rein, Leute. Hier steht auch so ein, jetzt hätte ich fast gesagt, ein Audi Q. Gucken wir mal kurz den Bock durch.
Links von uns sind welche. Ich darf nicht allzu viel mitnehmen, das ist das Problem. Ich kann ja jetzt schon fast nicht abhauen. Ich habe das Gefühl, da ist einer, ja, da oben steht er, ja. Gut weggerotzt. Da hinten ist noch einer. So. Die Kisten kenne ich noch nicht. Alkohol, Bandagen, Medical Spray. Wasser. Nehme ich natürlich mit. Ich lade gleich wieder auf. Da hinten ist noch so eine kleine Büchse. Ein Wandbild. Guck mal, das Wandbild. Bin gespannt, ob wir noch was finden. Das kennen wir alles hier. Da war ein anderes Geräusch. Da war ein anderes Geräusch gerade mittendrin. Da war gerade so ein Wah! Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wir gehen natürlich noch hochgucken. Ich muss da gleich mal ums Haus rumlaufen. Da hat sich so angehört, als wäre... Boah, Alterle. Und schon ist es etwas leiser auf dieser Welt. Guck mal hier, ne? Vielleicht müsste ich tatsächlich mal die anderen Benches aufbauen. Wahrscheinlich kann ich das Zeug, das ich brauche, herstellen, ne? Aber hier habe ich jetzt noch nichts Außergewöhnliches Neues gefunden, Leute. Schrapnetz nehme ich mit. Spring nehme ich mit, solange ich noch tragen kann. Gear nehmen wir auch mit. Alles andere kennen wir. So. Ist halt eine normale Siedlung. Gebiet 6 Siedlung ist ja auch sehr interessant. Guck mal da oben, die verlassene Hütte. Also hier kannst du natürlich auch Spaß haben beim Looten. Hier ist wieder ein Brustler. Da brennt auch Feuerle und so. Ist halt schon krass. Oh, guck mal. Drei Fragezeichen hier, ne? Da ist irgendeine Fabrikgebäude, aber das will ich uns jetzt nicht zuvor holen. Wir müssen ja auch langsam auf den Heimweg. Meine Lieben, dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen unterwegs gewesen. Das ein oder andere konnten wir auch ergattern. Leider kein Aluminiumzeug. ABS-Zeug, da kümmere ich mich mal drum, dass ich weiß, wo wir das finden können in Zukunft. Und dann würde ich fast sagen, dann laufe ich uns jetzt heim. Nächste Runde, kleine Waffenrunde, schauen wir uns wieder was Neues an. Und dann besuchen wir mit diesen Waffen, die wir beim nächsten Mal haben werden, Gebiet 3 Point of Interest. Und machen uns irgendwann auch mal auf den Weg in die Höhle dort, einfach um zu gucken, ne, was es da so gibt. Schieß mal drauf. Schade. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich am schnellsten heim? Am besten hier durch, ne? Nehme ich uns da was vorweg? Nö, da vorne ist ja die Siedlung. Alles klar, überleg mal, wenn du jetzt hier so noch am Leveln bist und du kommst dann in dieses Gebiet, wo dann auch PvP ist, wo du eh schon zu kämpfen hast hier. Oh, der war gut, der hat's weggesteckt. Loka, loka, loka. Ja, ich gucke jetzt mal eben, dass ich mit euch irgendwo hingehe, wo es ein bisschen sicherer ist gerade. Schade, dass wir hier nicht drauf konnten, ne? Schöne zwei Runden waren das. Wieder einiges gelernt, wieder was Neues gesehen. Beim nächsten Mal geht's zum Point of Interest in Gebiet 3. Vielleicht finden wir ja da Material, das wir jetzt dann brauchen. Ich probiere es jetzt hier nochmal, aber haben wir ja gesehen, ne? Keine Chance hier. Das Ding ist einfach nicht mehr lebendig. So. Dann würde ich mir sagen, pass mal auf, wir gehen mal noch zusammen an einen sicheren Punkt, weil ich muss kurz raus tatsächlich, bevor ich heimlaufe. Gehen wir noch zusammen zum zweistöcklichen. Wo waren das nochmal wieder? Kannst natürlich hier überall reinschlenzen. Es kann ja überall theoretisch auch ein Ding sein, ne? Ein Tresor. Muss aber dazu sagen, wir haben auch noch einen Bogen gefunden, einen brauchbaren. Und ich spiele mit den Bögen momentan echt wirklich gerne. Und eine Shotgun haben wir gefunden auf dem Trip. Und die Handgun, ne? Hier haben wir ja natürlich gestern schon oder vorgestern alles gelootet. Das ist bestimmt wieder gespawnt. Ich gehe einfach nur hier hoch, weil ich da dann sicherer einloggen kann. Ne? Aber ich muss jetzt kurz los. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder, Leute. Bei Fierce Night. Mit unserer Namelessa und mit neuen Waffen. Ne? Der Tresor ist noch offen. Der wird wahrscheinlich alle 24 Stunden nur. Ich überlege sogar gerade, ob ich noch da bleibe. Guck mal hier, mach mal. Nimm mal die mit. Metall brauchen wir jetzt echt keins mehr. Brauchen wir keinen Kopf mehr machen. Ne?
So, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die Granatentests beim nächsten Mal. Ich mache auf jeden Fall auch ein paar Sticky Bombs, dass wir da noch mal ein bisschen Übung kriegen, bevor wir dann irgendwann an die Villa gehen. Da werden wir natürlich dann ausgerüstet sein, bis bewaffnet sein, bis an die Zähne, sagt man. Ne? Und da werden wir uns mal gucken, dass wir die Villa kriegen. Machen wir vielleicht dann irgendwie, wenn wir die Waffen jetzt gecheckt haben, ja, noch so ein, zwei Level. Welches Level haben wir denn? 27. Geil wäre natürlich, wenn wir Level 30 wären bis dahin. Ne? Und dann die neue Ausrüstung, neue Waffen, bewaffnet unter die Zähne hin und da holen wir uns die Villa. Ganz grob mal als Ziel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt wirklich aus. Ihr seht schon, ich will wieder nicht ausmachen. So viel Laune macht's. Wir sehen uns übermorgen hier wieder oder morgen bei Mist, wer Bock hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.